Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Dark Souls 3. Ja, ihr wisst schon, wo wir gerade sind. Aber da bleiben wir jetzt natürlich nicht. Ich möchte jetzt aber, statt hier irgendwie weiterzugehen, Vateropferung, da sind wir dann in der letzten Folge einmal kurz gewesen, möchte ich tatsächlich nochmal hier hin. Möchte jetzt nämlich mal gucken, ob ich jetzt dieses komische Kristall-Eis-Echsen-Ding da zerstört kriege. Und natürlich wissen, was da im Endeffekt dann passiert, wenn wir das geschafft haben. Das möchte ich gerne wissen. Und deswegen bewege ich mich mal ganz langsam, locker, flockig darauf zu. Hey, 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 Kumpel. Du glaubst wohl auch, du hast hier Wunder was drauf, oder? Das Kopfschmerzen. Bye, bye. So. Dann ich mich gucke hier wieder um. Ich mache jetzt mal wieder mit zwei Hand, weil mit einem Schild kann ich da eh nicht viel machen. Ich möchte auch wissen, was das da für Loot ist. Erstmal möchte ich das Ding da zerstören, möglichst. Schaden mache ich immer noch nicht wirklich viel. Mehr als am Anfang, klar. Aber halt trotzdem noch nicht wirklich so viel, dass ich sagen könnte, ja. Ich wollte gerade rollen, aber da war ich dann ein bisschen zu langsam mit meiner Eingabe. Ich muss einmal schnell heilen eigentlich. Na komm, roll dich einmal. Genau. Hallo. Anvisieren. Das war sehr riskant, was ich da gerade gemacht habe. Und das war gerade einfach nur dumm eigentlich. Ich glaube, wir hatten bis jetzt noch nicht einen Gegner, der nicht respawned ist, abgesehen vom Bossen natürlich. Ah, Mist, auch noch daneben gehauen. Na, komm her. War auch ein sehr, sehr geiles Gegnerdesign, muss ich ehrlich sagen. Haben wir es endlich? Titanitschuppe. Wow. Hat auch ordentlich viele Serien gegeben. Eine Seele. Ich hoffe, besser als nichts, ne? Ist hier sonst noch irgendwas, was man hier vielleicht immer noch machen kann? Nö. Noch ein Eid irgendwo. Weiß man manchmal nicht. So. Dann hätten wir das Viech einmal genietet. Ja gut, und die einzigen Gegner, die nicht respawnen, sind, glaubt, die Kristallechsen. Es sei denn, man hat sie halt nicht erwischt, dann respawnen sie auf jeden Fall, logisch. Aber ansonsten. Gut, dann würde ich mal sagen, reisen wir zurück zum Pfad der Opferung. Bin ja mal sehr gespannt, was mich das, also wohin mich das dann führen wird. Was mir das dann bringen wird. Aber ich glaube, ich kann noch einmal leveln, oder? Dadurch, dass ich das Vieh jetzt gerade gelegt habe.
aufsteigen. Geht's oder geht's nicht? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ja, geht. Einmal kann ich. Machen wir mal immer Stärke nochmal. Noch glatt 2000 Seelen. Danke. Gut, dann können wir jetzt tatsächlich weiterreisen. Dahin. Und ja, ich kann mir denken, dass ich in anderen Gebieten auch noch einiges ausgelassen habe, aber keine Sorge, ich werde da auf jeden Fall früher oder später zurückkommen. Spätestens dann, wenn ich mal eben so 20.000 Seelen habe, werde ich zurückkommen. Ich glaube, der hier, okay, der scheint auch nicht zu respawnen. Hm. Bin sehr gespannt, was hier noch für Gegner jetzt warten. Okay. Was bist du? Fängt direkt an zu mutieren. Na lecker. War nicht geplant, aber trotzdem, alter Schwede. Kommen wir da auch noch runter? Wow. Sieht auf jeden Fall auch schon wieder sehr vielversprechend aus. Die Gegner dort auch. Na gut. Hier hoch kann ich auch. Liegt hier irgendwas? Nö. Was höre ich denn da schon wieder? Hör ich schon wieder Flöhe husten oder was? Kann ich hier hochgehen eigentlich? Nein, aber ich kann hier runtergehen. Das ist so ein Vieh, oder? Die mutieren also allgemein. Die sind so, scheinbar. Scheint so eine Gegnerart zu sein, die sich so verhält. Okay. Beichtstein? Keine Ahnung, wofür das gut ist. Zum Beichten? Vielleicht kann man das bei dieser Sündengöttin Velka irgendwie brauchen. Was ist das da hinten denn? Sieht eigentlich auch nach so einem Vieh aus, tendenziell. Ach du Scheiße. Ich versuch mal einen alleine zu pullen. Das macht den wieder lebendig, oder was? Wow! What? Oh mein Gott, ey! Und nochmal. Doch, doch, der ist down. Was war denn das für ein ekelerregender Sound, ey? Sieht aus wie so toxischer Scheiß. Und das Loot. Was machst du denn da?
Oh, diese Geräusche. Dieses ekelhafte Ding muss weg. Ganz dringend. Wenn du deine olle Giftwolke da machst, das interessiert mich nicht. Ich stehe zu weit weg dafür. Falls das noch nicht aufgefallen ist. Mal auf hier umherzuschreien, du Kackding. Du versuchst dich zu verstecken, das wird dir nicht helfen. Du bist hoffentlich gleich weg, ey. Du schreist mir zu viel. Hier ist was zum Looten, das nehme ich mir natürlich gerne mit. Sehr schön. Eine weitere Seele. Werden wir bestimmt früher oder später auch zum Einsatz bringen. Wo kommst du dann schon wieder her? Fuck. Mein Timing war unglaublich schlecht. Komm mal wieder runter. Bist du schon? Wundervoll. Oh mein Gott. Kommen die Viecher dann dauernd her? Hocken die hier irgendwo in den Bäumen oder was? Hohler Edelstein. Hier vorne oder wo? Ist überall nix. Da kann man lang und da ist was zum Looten. Na, hallo erstmal. Hier runter, oder was? Hab mich doch bestimmt verarschen, oder? Hat nicht gereicht, leider. Noch ein bisschen mehr an den Rand stellen. Nochmal. Ich versuche jetzt praktisch so runterzufallen, aber das klappt irgendwie nicht so ganz. Keine Ahnung. Nee. Okay. Ja, es hat sogar besser geklappt, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Aber das da, oh mein Gott. Ich heile mich sicherheitshalber einmal. Und... Banditen-Doppeldolchen, ob sich das gelohnt hat? Ich weiß ja nicht. Söldner? Vorne. Ich heile mich nochmal. Was bist du denn? Bist du eine Frau? Was habe ich dir getan? Erinnert mich so ein bisschen an die Mildred oder so. Hieß die nicht irgendwie so eine Art? Gott sei Dank. Schlachtermesser. War sowas wie Mildred scheinbar.
Banditengedöns. Ja, kennen wir. Loot. Banditenaxt, schön. Hallo. Ich höre hier doch schon wieder was. Guck mal, wie so eine Olle, so ein Vogelhabchen, Zombie, irgendwas Ding auf mich zu, wa? Oder was keucht hier so? Eklig. Was anderes kann es eigentlich nicht sein. Jede Wette. Ja, da hinten stehen halt auch Gegner, muss ich wieder sehr aufpassen, aber hier oben. Ich höre es, aber ich weiß nicht, wo das herkommt konkret. Wow. Schön. Können wir wieder verstärken mit? Okay, das ist diese Höhle. Alles klar, da wo die Viecher vorhin auch schon einmal rauskamen. Wie viele Seelen habe ich? 4490. Ich bin mir ziemlich unsicher. Ich weiß nicht, wo diese Geräusche herkommen, oder sind das die Viecher da? Paranoid, ich sehe jetzt hier mittlerweile überall irgendwelche Gegner rumstehen. Mach mal dich da erstmal. Fuck. Tot? Ja. Zum Glück, bevor sie schreien konnte. Oder es, wie auch immer. Nicht vielleicht irgendwas unterhalb? Ja, aber was ist da? Kann ich da irgendwas looten? Sieht nicht so aus. Na, komm mal her. Bitte hier so hin. Hier so. Komm her. Hey. Triff das Ding halt mal bitte. Muss ich einen anderen anschießen? Das muss jetzt nicht sein. Hallo. Sturmius, bitte. Mach mal jetzt vernünftig. Jetzt. Komm her hier.
Fein. Schön. So, das machen wir jetzt nochmal. Einfach, weil es so toll geklappt hat. Ja, du da. Du bist wie prädestiniert dafür. So, war jetzt noch einer da vorne? Krass, wie die abgehen, die Dinger, ey. Die sind echt richtig eklig, diese Gegner. Vor allem, wenn sie dennoch anfangen, irgendwie zu schreien oder so. Richtig abartig. Da oben hockt da auch noch irgendwas, oder? Ich seh dich doch, Spaß. Es bringt nichts, Kumpel. Ich sehe deine roten Augen. Müsste halt nur mal treffen, dann wäre das schon auch echt geil, aber. Wo ist er denn? Da ist er. Ich verarsch mich nicht, Mann. Bleib still. Hau. Danke. Aber geiles Design, muss ich schon sagen. Echt. Hocken hier noch mehr rum von euch? Aber das wären dann wieder welche geworden, die dann, oder gewesen, die leucht voll voraus, echt? Schön. Die mich dann hinterrücks angegriffen hätten. Wenn dieses Vieh hier, sehr schön Glut, wenn dieses Vieh hier gebrüllt hätte. Ich mach mal lieber einmal Heilung, sicherheitshalber, wenn ihr doch nicht sofort das Leuchtfeuer kommt. Aber schön ist ja, wenn jetzt hier direkt eins kommen würde. Wäre ja auch schon ganz nett, muss ich ja sagen. Ah, Tatsache, da vorne ist eins. Wundervoll. Ist hier irgendwas? Achso, hier kann man irgendwen beschwören. Möchte ich aber gar nicht. Ich habe nicht das Bedürfnis, jemanden zu beschwören. Woher auch immer ich gerade die Seelen bekommen habe. Ich raste hier mal, okay, Kumpels. Wer seid ihr? Oh, hello. How do you do? I am Anri of Astora. Unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the Grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Okay, hast du noch was zu erzählen vielleicht? Oh yes, Horace. He's not very talkative. But don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road of sacrifices. Beyond the flood, we may go out the next time. May the flood. Okay, dann reden wir jetzt auch mit Horace. Hi, Kumpel. Okay. Nicht sehr gesprächig, ich war noch sehr geprahlt. Nachricht lesen?
Ja, hey. Schön. Mensch. Gutes Gespräch gewesen, also ich muss schon sagen, ich bin sowas wie begeistert oder so. Direkt wieder leveln gehen, fix. Ihr kennt das Prozedere ja schon, es tut mir ja leid, wenn das für euch nicht so spannend ist. Aber mir ist das wichtig. Wer bist du? You're an unkindled, aren't you? I am Ciris of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. I doubt we've much to gain, blessing. Woher kommt die jetzt? Mal ehrlich. Okay, ich möchte aber einmal leveln. Welcome home. Very Finding well home. Taken. Was man so zu Hause nennt, ne? Boah, es reicht doch wirklich gerade so. Geschicklichkeit vielleicht. Ja, wobei ich brauche Geschicklichkeit nur bedingt. Wegen Fallschaden, okay, aber sonst. Ich nehme mal Belastbarkeit jetzt. Ja. Farewell, Ashen One. Dankeschön. Ich gehe mir nochmal wieder Pfeile kaufen. Hey. Ah. Ashen One. Gut. Zwei Seelen habe ich noch. Das lohnt sich jetzt ja mal richtig hart. Okay. Auf zur Halbfeste. Mal gucken, was uns da erwartet. Horace, ja, der ist wirklich sehr gesprächig. Ich bin froh, dass wir ihn getroffen haben. Also ohne seine weisen Worte hätte ich jetzt hier nichts gewusst. Wieso sind hier so viele Rufsymbole? Kommt hier gleich ein Boss oder was? Jetzt sind die beiden hier auch weg, also. Pferde, was stöhnt hier so? Ach, ihr da unten, alles klar. Kann schon sagen. Ist sonst noch was hier? Ja. Ja, was wird das denn jetzt? Ist das denn Rambok oder was? Ja, nu röchel mal zu Ende, ey, du bist schon tot, Kumpel. Du kannst das Teil kaum halten, also tu mal nicht so, als wärst du jetzt wunder was für ein gefährliches Etwas. Alter, wie viele von denen gibt's denn hier? Das ist ja abartig. Und was zur Hölle sind das denn da? Ich will die nicht anschießen, ich will mir die aber gerne mal von... Ach, das sind diese Pilzdinger, alles klar, ich weiß, ich kenne. Aus dem zweiten Teil. Ich weiß gar nicht, gab's die in der, im ersten Teil auch? Hey, yeah. Rennen gleich alle auf mich zu? Nö. Nur einer. So mag ich das. Schön. Hab ich ehrlich an dir vorbeigeschossen, das geht ja mal nicht. Ey, jetzt bleib doch mal still stehen, ey. Hallo? Sag mal. Kannst du mal aufhören, dich immer dann zu bewegen, wenn ich gerade geschossen habe?
beweg dich. Was? Sag mal, was ist nicht richtig mit dir, Freund? Ja. Die Fliege war es. Ich hab's auch gesehen. Meine Güte, sind die leicht zu verarschen. Sieht aus wie ein Hexenbaum, ey. Ich glaube, hier unten gingen auch noch so ein Viecher lang, ne? Wo ist der andere jetzt hin? Da war doch noch so einer da vorne irgendwo. Na komm. Komm hier hoch, Hundi. Bisschen schneller. Du bist doch mein ekligerer Hund, oder? Ah, die sind alle abartig. Keine Ahnung, wo der andere hingerannt ist. Hier ist auf jeden Fall nicht. Was ist das? Was ist das? Eine kleine Krabbe. 30 Seelen gibt die. Okay. Was machst du da? Bisschen grafikfehlermäßig gerade. Okay. Dann ist die Frage, ob man hier irgendwann wieder runterfliegt. Ist ja immer so irgendwie. Da hinten. Alter, wie viele von denen hier rumrennen. Ja, genau. Dich wollte ich. Komm her! Du bist schneller. Ja, genau. So ungefähr habe ich mir das Tempo vorgestellt. Noch jemand? Das ist schon wieder Kopfschmerzen. Komm, da helfen wir. Ich schieße dir in die Hand, dann merkst du das nicht mehr so. Kommen die Krabben, die kleinen Drecksdinger? Ich will aber nicht wissen, was die vielleicht für Schaden austeilen, wenn sie denn mal treffen. Und einer geht noch. Ja. Wie viele von den Dingern hier rumlaufen. Krasser Scheiß, echt. Hey. Komm mal her. Ja. Genau dich habe ich gemeint. Das ist wie so eine Sekte hier, ey. Na, komm. Problem ist, ich befürchte, dass man da hinten auch noch weiter lang kann. Ich meine, da liegt jede Menge Loot. Also wird man da sehr wahrscheinlich auch noch hin können. Vielleicht sogar müssen, weiß ich nicht. Komm, Backstab! Wo? Fahr hoch die noch so einer rum. Warte mal.
Diese Mistviecher. Ist nicht so, dass die jetzt total stark sind, aber... Ich weiß nicht, im zweiten Teil haben die Ausrüstung kaputt gemacht. Atmet noch einer irgendwo. Du, da vorne bist das. Okay, komm mal her. Na, komm her. Bist immer noch der Letzte. Meine Fresse, ey. Da vorne. Ich sehe doch, wie du aufstehst. Oder wie du aufstehen willst, je nachdem. Du kannst mir gut Kondition abziehen, wenn du mich triffst. Herzlichen Glückwunsch. Boah, ey. So eine olle Dreckspilzarmee hier. Und die Viecher schon? Scheinbar nicht. Den ersten sehe ich hier vorne jetzt. So, da hinten steht noch so einer rum. Ich weiß, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wie gefährlich die im Endeffekt wirklich sind, ob sie mich vielleicht vergiften, verfluchen möglicherweise. Kann ja alles sein. Ich weiß das bei diesen ollen Mistviechern immer nicht. Ich nehme lieber gebührenden Abstand. Komischen Pilzkäfer, keine Ahnung, was das sein soll. Na los. Und zack. Ah, du bewachst was da unten. Da hinten sind noch mehr davon. Okay, Gift. Mhm. Scheinbar Gift. Lass es. Was haben wir hier? Noch eine Scherbe, also hier kriegt man echt hinterhergeworfen, so ein bisschen, wa? Finde ich gut, wirklich. Aber es ist auch immer so ein bisschen beunruhigend. Wenn mir das suggeriert, ich sollte meine Waffen und Co. ziemlich doll aufwerten. Ich habe bis jetzt noch keine Kohle oder sowas gefunden, die ich aber bräuchte, um mein Zeug aufzuwerten. Also noch ein bisschen mehr aufzuwerten. Das ist wie in Teil 1 auch. Was ist das? Ach, das ist nur so ein Hund, alles klar. Ey, komm her, komm, 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 komm. Na los, trau dich.
Dich meinte ich eigentlich nicht, du blöder Hund. Oder was du werden willst, wenn du groß bist. Zwei so eine Säcke von euch sind echt ungemütlich. Hör mal auf. Lass mich in Ruhe. Danke. Oh Gott. Wie viele denn hier noch, bitte? Komm her. Hinten rennt auch noch einer rum. Erstmal bist du dran. Viele hiervon rumrennen, wirklich. Aber du siehst noch mal ein bisschen anders aus, oder? Nee. Enttäuscht. Könnte mitunter auch ein NPC sein. Wie viele Leben habe ich noch? Ja, es geht. Passt, wackelt halt Luft. Okay. Kommen wir wieder so zu Ruinen, Flemmis. Oh, kann man durch. Da hinten war ein Magier. Das ist ein ganz normaler Pisskopf. Alter Schwede, der zaubert aber schnell. Warte mal, ich nehme mal schnell ein Flakon. Oder besser einen Schluck darauf. Wo ist denn der? Da bist du. Hey, Sackratte. Was denn, Mist? Wow, wie schnell der feuern kann. Richtig übertrieben, ey. So, nehmen wir zum Beispiel erstmal dich. Plop. Komm mal hier raus, bitte. Ich habe keinen Bock, gegen die Wand zu hauen. Okay, danke. What? Das lief ja gar nicht gut. Thank you.
Gut, 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 gut. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich von dem halten soll. Ich pull mir erstmal den da. Sicherheitshalber. Der soll bitte hier runterspringen, genau. Komm her, komm her. Brandbombe, sehr schön. Ach, da oben steht gar keiner, ich dachte. Na? Komm her! Oder hast du Angst? Komm. Ja, du tanzt schön. Ich bin echt beeindruckt von deinen Tanzskills. Stab des Ketzers. So, was geht hier oben noch ab? Hey, hey. Hier nix. Und was ist hier draußen los? Oh mein Gott. Das, was ich gesehen hatte. Hey, komm mal her. Beweg dich. Bisschen schneller. Komm schon. Oh, nun mach mal hin, ey. Bist garantiert nicht alleine da drin, oder? Besser noch nicht da unten die Pullen. Und dann mach mal hin jetzt. Es sollte gar kein Backstab werden, aber trotzdem schön, dass es einer wurde. Ich höre die Schritte. Ich weiß bloß noch nicht, woher. Das Ding kann ich anvisieren. Ich denke mal. Tschüss. Grüß schön. Ja, wo ist er denn jetzt? Keine Ahnung. Weiß nicht, wo der jetzt hingerannt ist. Wartest du hier jetzt auf mich oder was? Ah. Hey! Hey, hey, hey! Ja, komm! Trau dich! Ja, komm, du schaffst es. Im Dauerlauf, ja. Schön machst du das. Komm her. Schaffe ich es, auf den eine Brandbombe zu schmeißen? Ja. Ups. Das war selten dämlich. Am geilsten sind die Geräusche dabei. Die Frage ist halt, ob sie es irgendwann mal doch hier hoch schaffen und ich habe kaum noch Pfeile, so eine Scheiße. Den ersten haben wir gleich. Aber du lebst immer noch? Sehr ärgerlich. So, mehr ist hier unten nicht los.
gut, gut. Noch eine Glut. Schön. Hier noch irgendwas? Nope. Nopel-dopel. Aber da haben wir noch was zum Looten. Estos Scherbe. Wundervoll. So muss das sein. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo ich jetzt hier konkret hin soll. Vermutlich hier rüber. So viel Loot wieder rumdümpelt. Kommt hier jetzt noch eine böse Überraschung? Wie viel Seelen habe ich? 5000. Und ich weiß jetzt nicht, ob die schon wieder reichen für ein Level-Up. Ah, Leuchtfeuer. Was ist das? Eine Riesenkrabbe oder was? Sehr praktisch, dass wir hier jetzt dieses Leuchtfeuer haben. Dann kann ich nämlich gleich einmal schnell wieder zum Feuerband schreien. Gucken, dass ich mir was kaufe. Ich weiß noch nicht. Kann ich davon aufleveln oder nicht? Bevor ich sie anspreche, möchte ich das... Nein, kann ich nicht. Okay. Dann kann ich mir aber auf jeden Fall noch ein paar Pfeile kaufen. Ah. Da. Warum genau konnte ich jetzt hier so viele kaufen? Kann ich meine Axt verstärken? Ja, kann ich. Sehr schön. Pretty, be careful. I don't. Warte mal. Das ist jetzt ein bisschen strange. Ich habe jetzt aber 100 und gekauft. Wartet mal, was hat das mit meiner Lagerkiste? Jetzt muss ich erstmal kurz am Leuchtfeuer gucken. Gab's irgendwo dieses Lagerkistending? Ach ja, zu Andre kann ich an sich auch noch mal. Okay, also das ist in meiner Lagerkiste noch vorhanden. Andre, warte mal, ich kann mir noch einen weiteren Flakon, nämlich organisieren. Ich habe ja noch eine Scherbe gefunden. Das? Ja. Dankeschön. Das finde ich super. Der Typ hier ist offenbar wirklich weg. Nein, ist er nicht. Gaining admission to the Legion, Evi. Okay, das kennen wir schon. Was sind die andere Troller? Wo ist die denn hin? Warte mal, hätte er mir meinen Bogen noch verstärken können? Das habe ich ja total vergessen. Ja, komm, wir rennen doch zigtausend Mal zu Andre. Warum auch nicht? Hey. Jo, passt. Machen wir. Yes. Sehr schön. Be careful. Perfekte Sache, das. Kannst du mir sonst noch irgendwas Geiles geben? Hier stand kaufen. Vielleicht sollte ich mir mal ein paar Moosklumpen mitnehmen. 3 oder so. Ja. Machen wir mal. Und ich hoffe, ich krieg irgendwann auch noch diesen Schlüssel, weil dann kann ich nochmal wieder ein bisschen woanders gucken gehen. Ashen One B. So, alles klar. Und dann in der nächsten Folge geht's weiter. Dort, wo wir zuletzt waren. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie der Ort dort hieß. Ja. Und wenn ihr wissen wollt, wie es da weitergeht, dann schaut auch da wieder rein. Und bis dahin. Tschüss.